Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu Flashing Lights, Police, Fire, Emergency Services. Ja, so heißt es, glaube ich, richtig. Emergency Service Simulator kann man sagen. Dieses Spiel habe ich mir jetzt gekauft. Das war jetzt im Sale und es sah eigentlich ganz cool aus. Und ich bin einfach mal gespannt, was uns erwartet. Ich habe mir gedacht, wir machen vielleicht so 2, 3, 4 Folgen davon und den Rest werde ich dann auch mal streamen. Es gibt nämlich hier auch einen Online-Modus, den werden wir vielleicht mal in einem Stream oder so, je nachdem, mal ausprobieren. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall gucken wir uns das Ganze mal an. Ich hoffe, es ist von der Lautstärke hier auch in Ordnung jetzt vom Game dann. Ich bin mir ehrlich gesagt, ich kann mit der Maus hier nichts machen, sondern ich muss das alles mit der Tastatur hier machen. Und man kann es zwar auch auf Deutsch stellen, aber ich glaube, man tut sich hier leichter bei dem Spiel, wenn man es auf Englisch lässt. Also ich lasse es einfach mal auf Englisch. Das ist für mich noch, das ist für mich ganz gut. Also man kann hier Polizist spielen, man kann Feuerwehr spielen, Krankenwagen und so weiter spielen. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Okay, man kann auswählen, was man möchte. Roll. Ich würde ganz gerne damit anfangen, dass wir Polizei spielen. Weil ich finde, Polizei ist einfach... Ah, okay. Unten rechts steht dann nochmal Polizei. Oh, man darf's auswählen. Mal gucken. Wir nennen natürlich einen Mann. Body, schauen wir mal. Ich finde... Ja, ich nehme mal den. Hat. Weihnachtsmütze. Nee, schon so offiziell. Glasses scheint anscheinend nicht zu funktionieren. Also nee, hier steht... Ich kann Glasses nicht auswählen. Okay. Ich würde mal sagen, das ist... Das ist doch normal, oder? Den hier, den nehmen wir. Dann. Ich bin mal gespannt, ob da auch dann... Weil es ist momentan so viel, ich weiß, noch in der Early Access Phase. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas kommen wird. Oh, spannend. Der erste Notruf. Guck mal rein. Gleich mal die Schrotflinte ausgepackt und direkt ins Gesicht. Hoffe ich, dass das mein erster Einsatz ist. Weißt du, du kommst so frisch gebackener Polizist, kriegst eine Schrotflinte in die Hand und sagst, hier, knallen die sie ab. Knall sie ab. So, ich habe die Graphics. Am Anfang konnte man auswählen, ob man sie auf Very High hat, also mir voreingestellt. Ich habe sie aber auf High gelassen. Weil, ähnlich gesagt. Officer needs assistance at address green call ID respond code. Accept. Skip. Ich skippe das jetzt einfach mal, weil ich möchte mich erstmal mit dem Spiel vertraut machen. Da draußen steht auch mein Polizeiauto. Inventory. Inventory. Okay. Change role. File in progress. Register suspect. Oh. Oh. Hä? Also. Okay. Gut. Okay, ich kann hier mit 3, kann ich meinen... Ich habe bloß einen Taser. Ich habe noch keine Pistole. Leider. Reputation Points. Vielleicht kann man da... Aggressive Driver in Red Vehicle. Seen in Aerial. Okay, then stop. Wir machen das jetzt erstmal weg. Ich muss jetzt erstmal... ich muss erstmal klarkommen. Darauf, ne? Ich muss erstmal klarkommen. Vehicle. Left Click. Oh, Alter. Oh, wirklich? Okay, das ist... es ist cool, dass man es aufmachen kann. Kann ich wirklich die verschiedenen... Oh, das ist... Das ist schon cool gemacht. Aber Grafik... Also das, was ich jetzt gerade da vorne gesehen habe... Oh, je, je. Officer needs assistance. Haben wir da vielleicht eine Schrotflinte hinten drin? Dass das wahrscheinlich... Ah, okay. Ah, okay. Okay. Okay, also Engine Sound könnte man bitte noch überarbeiten. Also gerade ich, der eigentlich ein Auto-Fan ist und so weiter. Aber das Steuern von dem Polizeiauto, ich sag's euch gerade echt, wie es ist nicht schlecht. Ich habe schon Schlechteres gesehen. Ich habe schon Schlechteres gesehen. Warte mal, wir können auch mal, wir halten.
Wir halten hier mal kurz an. Wir können auch mal auf die Karte gucken. Das ist die ganze Karte. Die ist echt groß. Also echt, ohne Witz, die ist echt groß. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe jetzt gerade bloß das da unten gesehen und dachte mir, okay. Aggressive driver and red vehicle seen in area, locate and stop. Nee, ich möchte gern irgendwie so Polizei, ja, Kollege, need assistance oder so. So, wir haben rot, ne? Wir sind Polizist. Wir müssen uns schon an die Verkehrsregeln halten. Hier ist Fire Department, oder? Da vorne habe ich gerade gesehen. Da sieht man, oder hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir warten jetzt einfach mal. Suspicious Activity at accept. Activity at arrest. Responding to suspicious activity. Da unten. Da sehen wir es jetzt. Wir drehen hier einmal um. Und ich würde sagen, wir fahren da mal hin. Ja, ich würde sagen, wir brauchen jetzt noch nicht unbedingt ja, Blaulicht, sondern da rasen wir jetzt einfach mal hin. Also Grafik, man sieht es schon. Ich habe es auf High, also auf hohe Einstellungen. Es gibt noch eins oben drüber, ganz hohe Einstellungen. Aber das wollte ich jetzt nicht tätigen. Ich mache das dann vielleicht mal. Aber ich wollte es bloß nicht tätigen, weil sonst nicht, dass mir am Schluss irgendwie das Spiel abschmiert. Ah, okay, man kann blinken. Das ist cool. Oh. Okay, Moment. Engine off. Okay. okay, alles klar. So, dann schauen wir mal. Vielleicht ist der hier irgendwo. Hier drin. Hier hinten. Wir haben eine. Da. Da sind nochmal zwei Frauen. Hallo? Hallo? Oh mein Gott, das sind beide hier. Ich brauche Unterstützung. Hilfe, kann man Unterstützung irgendwie rufen? Das wäre es jetzt natürlich, ne? Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Warte mal, ich laufe ihm jetzt mal hinterher. Okay. Comments, Actions. Nein. Actions. Grab, frisk, handcuffs. Wir machen die jetzt mal Handschellen dran, okay? Dann hätte ich gerne mal deine ID. Last Jimmy Armstrong. Okay. Okay, also wir haben Jimmy Armstrong gerade genommen. Ich bin überfordert, sorry. No item to return. Okay. Die andere läuft mir jetzt gleich da vorne in den Armen. Oh, eine Waffe. Eine Waffe hat er dabei gehabt. Der bleibt doch da stehen, oder? Moment, ich muss mal ganz kurz. Junge, bleib mal kurz da stehen. Ich habe hier noch. Oh, Scheiße. Fuck! Nein! Jetzt läuft der andere auch wieder weg mit Handschellen. Was ist denn das? Hallo? Polizei, stehen bleiben! Ich würde mal sagen. Jetzt! Du Schlampe! ID-Card und eine Waffe. Auch wieder. Wir haben hier Waffen. Wir haben hier Waffen. Wir haben zwei Waffen gefunden. Gefällt mir nicht, ne? Was zur Hölle? Ist der betrunken? Müssen wir uns gleich drum kümmern. Wir brauchen erstmal einen Transport. Prisoner Transport is en route. Okay, ich warte jetzt mal ganz kurz, bis die Polizei hier eingetroffen ist, bis meine Kollegen da sind. Und dann erst kann ich mich um den anderen da kümmern, der da vorne noch rumläuft. Ich muss mal gucken, wie ich den jetzt fange, weil ich habe ja keine Munition mehr. Ist auf jeden Fall schön, dass meine Kollegen so lange brauchen. Derweil ist der andere wahrscheinlich schon futsch. Wir warten jetzt einfach mal, okay? Wir warten jetzt einfach mal. Müssen sie jetzt gleich kommen. Ja, servus. Grüß dich. Oh je. Oh, okay.
Wir haben noch leichte, dezente Schwierigkeiten bei diesem Spiel, aber Sir Officer, führen Sie sie ab. Danke. Sehr schön. Dann haben wir da schon mal, das hätten wir schon mal erledigt. Sehr schön. Servus, so. Oh, das ist aber Scheiße, Mann, ich muss irgendwie vor den kommen. Ich muss den irgendwie. Kollege, bitte bleiben Sie stehen. Hier ist die Polizei. Ach du Scheiße, ey. Der wäre fast überfahren. Ne, keine Chance. Keine Chance. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Kann ich Verstärkung rufen? Können die den abknallen oder so? Ja, also es tut mir leid. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts machen. Ich kann ihn nicht. Ich kann nicht interagieren. Ich kann ihn nicht festnehmen. Es tut mir leid. Sorry. Sorry, ich kann nichts machen. Also ich würde gern was machen. Klar. Aber ich kann nichts machen. Dann mache ich mal kurz Help Command und place personal vehicle in front of me. Habe ich da irgendwas drin, was mir vielleicht helfen kann? Aha! What the fuck? Ach du Scheiße! Ey, wie geil ist das denn? Leute, ohne Witz, das war's der Killer-Move schlechthin. Er guckt zu, macht den Kofferraum auf und wie laut. Bam, voll ins Gesicht. Requests. Transport. Prisoner Transport for the suspect is en route. Thank you. So, dann können wir mal hier wieder zumachen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mit dem Spiel werden wir noch viel Spaß haben. Man sieht, dass es Early Access ist, aber ganz ehrlich, das ist ein Spiel, das muss man unterstützen, weil das ist das Problem. Jetzt sagen viele, ja, guck mal, da gibt es noch so viele Bugs und Fehler und hier und bla 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 und das. Ja, das ist klar. Es ist auch in der Anfangszeit und die Entwickler, ich weiß ja nicht, wie viele dahinter stehen, haben auch nicht so viel Geld, um das Spiel hier so super mega geil draus zu machen. Und die brauchen einfach das Geld. Und das Geld kriegen sie, indem man jetzt zum Beispiel das Spiel kauft oder die Entwickler unterstützt. Ich hoffe, dass auch das Video ein paar mehr Leute sehen. Das würde mich auf jeden Fall freuen, dass da ein bisschen, ja, dass das ein bisschen populärer wird und vielleicht der ein oder andere von euch sich das Spiel auch gönnt. Ich weiß jetzt nicht, warum die nicht weit. Ich sehe sie da hinten, aber da passiert nichts. Ich glaube, die Kollegen stecken fest. Die Kollegen stecken fest und du bleibst schön hier, ne? Also, Jungchen. Jetzt. Warum fahren die immer über den Gehweg? Oh, Scheiße. Leute. Also, die Kollegen sind jetzt nicht die intelligentesten, das muss man jetzt sagen. Also, die sind jetzt nicht die besten. Man sieht das schon, aber ja. So, jetzt sind sie da. Jawohl. Officer, bitte abführen. Danke. Sehr schön.